So, hallo liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Commentary. Und zwar geht es mir um Black Mesa. Und zwar kam gestern die Standalone, also für euch ist das jetzt schon ein bisschen länger her, weil ich das Video wahrscheinlich am Freitag hochladen muss, weil ich auch noch ein Video brauche. Und deshalb mache ich das gerade und deshalb ist es auch verhältnismäßig spontan gerade alles. Auf jeden Fall kam, ja, dann kam die. Mittwoch kam dieser ganze Countdown-Kram und dann haben sie die Standalone-Version von. Also Standalone ist ja jetzt Quatsch hier, das ist ja schon fast DayZ-mäßig. Die Steam-Version von Black Mesa auf Steam gepackt, ja. In Early Access Programm für 20 € könnt ihr das kaufen und ich glaube, ich werde jetzt häufiger mal so Videos machen, wo ich so ein kleines Update mache, was jetzt bisher geschah, was sie geändert haben, was so Neues ist. Das heißt, es wird vielleicht nochmal ein vollständigeres Video zur Black Mesa Steam-Version geben. Aber es sind mir schon sehr viele Sachen aufgefallen. Ich habe das jetzt in den letzten Tag durchgespielt. Heute Nacht, ja. Und ja, es gibt jetzt für fast alle Waffen eine Sprintanimation. Das Gaussgewehr sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und die haben eh ein paar Weapon Models geändert. Also die MP5 gefällt mir jetzt eine ganze Ecke besser. Und die hört sich auch eine ganze Ecke besser an. Natürlich gibt es noch einige Bugs und Glitches. Ich bin zweimal, glaube ich, durch die Map gefallen. Und gibt auch so einen lustigen Bug, den kann ich hier wahrscheinlich mal einblenden, wo ich einen Wissenschaftler, ne, nein, einen Wachmann mit so einer Rucksackladung einfach totprügel, ja, tot abwerfen tue, wie auch immer. Und das ist ziemlich lustig. Die haben jetzt auch die HGV-Sounds nochmal neu gemacht. Das kann ich wahrscheinlich dann hier mal ans Ende des Videos packen. Für die Leute, die es interessiert. Und dann war es das auch, glaube ich, schon wieder von diesem Video, denn ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde es nochmal vielleicht ein bisschen genauer untersuchen. Vielleicht sogar ein bisschen Grafikvergleich machen, ne? Ob sie irgendwas geändert haben, weil sie auf ein neues Source Engine gegangen sind. Aber ich glaube, das war es dann erstmal von diesem Video. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Welcome to the HEV Mark IV Protective System. For use in hazardous environment conditions. Automatic medical systems engaged. High impact reactive armor activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitoring activated. Automatic medical systems engaged. Defensive weapon selection system activated. Munition level monitoring activated. Communications interface online. Have a very safe day. Go right on through, sir. Looks like you're in the barrel today.